Ihr habt richtig gelesen. Heute gibt es mal wieder ein Manga-Unpacking. Und ich weiß, dass viele sich echt geduldet haben und gefragt haben, wann kommt der Band denn endlich in Deutschland raus? Warum dauert das so lange? Und jetzt ist er da, der zweite Band von Citrus Plus oder Plus, je nachdem. Und natürlich konnte ich es mir nicht entgehen lassen, die Limited Edition zu holen. Sieht man den Preis? Ja, 15 € für die Limited Edition. Und wir bekommen, ich muss immer den Namen nachschauen, eine Lithografie mit Zitronenduft. Ich werde gleich daran schnüffeln und wehe, das riecht nicht nach Zitrone, ey. Und davon gibt es nur 3.333 Stück. Also, wenn ihr die wollt, ich weiß gar nicht, wie gut Manga in Deutschland verkauft werden. Also ich kann gar nicht einschätzen, ob diese 3.333 schnell weg sind. Aber ja. So. Hier haben wir noch einmal den Zettel. Und dann natürlich unser Cover, wie immer. Und die Rückseite. Denkt dran, hier nicht zu lesen, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt oder sonstiges. Das Ganze startet mit Farbseiten. Also, dass die beiden sich verstehen, ist ja eigentlich echt ein Wunder, oder? Und dann, ja, geht es ganz normal los und weiter. Oh, willst du sie schlagen, Junge? Nee, 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 nee. So weit kommt's hier noch. So, natürlich. Und hier ist auch noch mal ein bisschen Farbe. Oh, steht da. Wartet, wartet, wartet. Das machen wir natürlich scharf. So. Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Also der Manga riecht auf jeden Fall schön neu. Nach Manga. Das kann ich schon mal sagen. So. Jetzt kommen wir zu unserer Lithografie. Die ist genauso dick wie die bei Akatsuki no Yona, also richtig stabil. Und die sieht auch richtig süß aus. Also ihr könnt sehen, das hat einiges an Dicke. So, und jetzt kommt der Smell-Test. Riecht es nach Zitrone? Also. Nein, also ich merke da keinen Zitronenduft. Es riecht zwar auch nicht so typisch nach Pappe oder so, aber so Zitrone rieche ich auch nicht. Also eigentlich riecht es nach gar nichts. Aber mir war das schon klar, vielleicht Rückseite? Nein, auch nicht. Dass, ja, das relativ schwer umzusetzen ist, da irgendwie einen Duft drauf und dran zu kriegen. Aber. Nee, das riecht nicht nach Zitrone. Das ist gelogen. ja, mit Zitronenduft. Nö, Tokio Pop. Nö, kein Zitronenduft. Aber ich meine, der Duft ist natürlich pups egal. Ich meine, wenn das im Regal steht oder viele werden es bestimmt auch einrahmen und an die Wand hängen, dann ist es egal, ob das nach Zitrone, Erdbeere, Himbeere oder Pappe riecht. Also natürlich ist viel wichtiger, dass das dabei ist, dass das stabil ist, dass das schön ist. Und ja, ich brauche da keinen Zitronenduft, wenn ich ehrlich bin. Also nee. Aber das war mir wirklich von vornherein klar, dass das eigentlich nicht klappen kann. Also, wie? Nee, also, aber ist ja auch egal. Also, ich finde die Lithografie wieder wunderschön wie bei Jona. Und ja, ich wollte Citrus ja auch nochmal anfangen, von vorne zu lesen. Und ja, werde ich vielleicht auch bald mal tun. Ich habe ja jetzt ein bisschen mehr Zeit. Aber ja, das war das erste von zwei Manga-Unpackings. Ich hoffe, dass der andere jetzt bald ankommt,
dass ich das auch direkt abfilmen kann. Und da bin ich echt mal gespannt, was uns da erwartet. Aber bis dahin, ich muss mich noch ein paar Tage gedulden. Ihr, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich nur einen Tag. Der sollte eigentlich jetzt für mich morgen ankommen. Das heißt, ihr werdet, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich auch morgen, dann für euch das morgen, das nächste Video sehen. Aber ich bin mal echt gespannt, wenn das morgen bei mir ankommt. Ich freue mich und wir haben auch noch ein Zeitschriften-Unboxing vor uns. Aber da muss ich tatsächlich noch ein paar Tage warten, bis das ankommt. Aber das seht ihr dann auch, wenn es soweit ist. Hat natürlich was mit Anime zu tun. Also ich zeige euch hier keine random Zeitschrift. Nein, nein. Aber gut, das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr jetzt happy seid, dass der zweite Band endlich draußen ist, wie ihr die Lithografie findet und findet ihr, da muss ein Zitronenduft dran, findet ihr es schade, dass es versprochen wurde und es nicht nach Zitrone riecht? Was haltet ihr davon? Ist das egal, ob das nach Zitrone riecht? Wolltet ihr das unbedingt haben? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare und dann heißt es bis zum nächsten Mal.